Moin, heute geht es wieder um dich und um deine Seele. Und wir wollen uns heute mal anschauen, warum es so wichtig ist, dass du deine Seelenaufgabe findest. Damit du so viel Gutes tun und geben kannst auf dieser Welt. Denn das bedeutet, dass du diese Welt zu einem besseren, ach, ich würde sagen, glücklicheren Ort machen kannst. Und vor allen Dingen wirst du damit nicht nur für andere was Gutes tun, sondern du wirst dir selbst auch dein schönstes Leben schenken. Ja, all das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind Annette und Easy, meine Seele. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, seine Seelenaufgabe zu finden ist ja nicht ganz so einfach. Was explizit deine Aufgabe ist, was deine Spezialität ist, was deine Essenz ist, was es genau ist, was du auf dieser Welt leben sollst. Denn deine Seelenaufgabe gehört ja zu deinem, warum du hier bist. Und das Spannende ist, wenn man seine Seelenaufgabe gefunden hat und diese lebt, ist es wirklich eine Erfüllung, die man lebt. Es ist so ein ganz anderes Gefühl als vorher, wenn man vorher einen Job gemacht hat, so, oder vielleicht auch ein anderes Business. Wie du ja weißt, habe ich ja vorher etwas anderes gemacht als das, was ich jetzt mache. Jetzt bin ich ein Soul Channel, eine Seelenexpertin und Visionärin für Soul-Leaderinnen und Seelenpartner, also Soulmates. Und vorher war ich ja eine Kreativdirektorin und war natürlich ganz anders unterwegs in den Design- und Kommunikationsbranchen. Ich habe ein ganz anderes Business geführt als das, was ich jetzt führe. Und das Spannende in der neuen Zeit ist ja auch, dass sich das alles verändert. Und dass das, was du vielleicht auch noch kennst oder wo du dich vielleicht auch noch drin befindest, vielleicht lebst du schon sowas wie dein Traumjob oder dein Traumbusiness, aber irgendwie fehlt da noch was und du bist vielleicht noch so ein bisschen in der alten Welt, wo es noch so viel um Druck geht, um ich weiß es noch, es war so viel Druck da, es war immer höher, schneller, weiter, du musstest irgendwie immer so dein Mann stehen, du durftest irgendwie nicht deine Emotionen zeigen, sondern du musstest eigentlich wie so eine Maschine agieren und immer liefern, liefern, liefern. Obwohl ich damals ja schon das gemacht habe, was ich ja auch sehr, sehr gerne mochte, nämlich kreativ arbeiten als Designerin, was ja auch, und das ist ja das Spannende, von meiner Seele Easy ja ein wichtiger Part war, den sie jetzt in diesem Leben leben wollte, weil sie das vorher halt nicht konnte. Das musste nochmal ausgelebt werden, habe ich auch gemacht. Vielleicht ist es bei dir genauso, dass du da vielleicht noch den ersten Abschnitt hast in deinem Leben, wo es ganz, ganz wichtig war für deine Seele, dass du das gelebt hast und dass du jetzt in den zweiten Abschnitt gehst, wo es um deine Seelenaufgabe geht. Und in der neuen Zeit geht es halt nicht mehr um diesen Druck, um dieses höher, schneller, weiter, sondern es geht darum, dass du in deine Mitte findest, dass du in deine Ruhe kommst, dass du zu dir kommst, dass du dich findest, denn genauso wie bei den Seelenpartnern, ne, habe ich ja neulich schon drüber gesprochen, was ein Weg zu dir ist, so ist es auch mit den Seelenaufgaben. Und du wirst dadurch viel bei dir entdecken. Und das ist das Spannende an Seelenaufgaben, weil du auch viel aufräumst, weil du merkst, wow, warum habe ich denn da so eine Angst oder habe ich da vielleicht auch so eine Blockade oder vielleicht überhaupt sich das zu erlauben. Das ist meine Aufgabe, die ist so mega groß und die ist so mega wichtig. Das bin ich. Da geht es nämlich auch wieder um den Selbstwert, um sich selbst zu entdecken, auch wie viel wert man ist, weil du bist mit deiner Seelenaufgabe ganz, ganz, ganz wichtig und wertvoll für diese Welt und gerade jetzt in der neuen Zeit. Darum bist du hier und auch gerade jetzt geboren und hast diese wundervolle Seelenaufgabe, die du hast. Und das finde ich so mega spannend, dass man eben auch da wirklich immer mehr in seine eigene Größe gehen darf. Man darf sich immer mehr entdecken, welches Wunder man ist, wenn man seine Seelenaufgabe lebt. Und dadurch verändert sich so vieles. Weißt du, es ist nicht mehr dieser Druck da und, oh, ich muss jetzt, sondern du bist so voller Freude und du bist so freiwillig dabei und du hast so einen Bock, weil du jeden Tag von morgens bis abends das tun kannst, was du liebst, was dir so leicht von der Hand geht und du tust noch so viel Gutes damit. Du gibst so viel und bekommst natürlich auch ganz viel. Und das finde ich so toll. Und das ist eben auch die neue Zeit. Das ist auch der Erfolg der neuen Zeit. Es geht um dieses Geben und Nehmen und nicht nur Nehmen, Nehmen, sondern oder nur Geben, Geben, sondern es geht um diesen Werteausgleich. Es geht im Flow zu sein. Es geht, dass du in deiner hochschwingenden Energie bist und da natürlich auch diese Vibes in die Welt trägst, die natürlich auch damit schon unheimlich viel Gutes tun. Und dadurch, wenn du jetzt deine Seelenaufgabe lebst,
schenkst du dir auch sozusagen oder kreierst dir ja auch ein ganz neues Leben, weil du auf einmal die Arbeit ganz anders verstehst, weil das ist das, warum du hier bist, das ist deine Leidenschaft, da bist du drin, hundertprozentig, da muss dich keiner treten, dass du da rein bist, du musst dich nicht selbst pushen, gar nichts, sondern du wachst morgens auf und sagst, yay, also so geht es mir zumindest, hier bin ich, wie toll ist das denn, was ich hier wieder machen darf? Und das ist der Unterschied zu dem, was halt vorher oft so ist, dass du etwas lebst. Vielleicht ist es schon Teil deiner Seelenaufgabe, aber noch nicht ganz, wo es so schwer wird, wo es so behäbig wird. Denn seine Seelenaufgabe darf auch leicht sein. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass du dadurch halt nochmal durch so einen Tunnel musst oder beziehungsweise, wo es nochmal ein bisschen schwerer wird, weil du einfach diese Blockaden hast, die du einfach auflösen musst. War bei mir genauso. Also, wie gesagt, als ich ja damit ankam, 2012 sozusagen, zu sagen, hey, ich bin ein Soul- und Life-Coach, so habe ich mich ja damals genannt und dieses Spirituelle und so, das war echt so, wow, das kam in meinem Umfeld nicht so gut an und so kam ich halt ins Straucheln und ins Zweifeln und das war gar keine schöne Zeit. Aber ich habe mich da wieder hochgewühlt, weil ich wusste, das ist genau das und ich weiß, dass ich darum hier bin und ich muss das leben und ich habe geforscht und gemacht und getan, an mir gearbeitet, um letztendlich auch dahin zu kommen, zu sagen, hey, ich bin ein Channel. Das war nicht einfach, aber dieser Schritt war ganz bedeutend, zu mir zu stehen. Und das machen auch die Seelenaufgaben, dass du zu dir stehst, dass du hundertprozentig immer mehr zu dir stehst und sagst, hey, das bin ich. Und desto authentischer bist du und desto besser oder kommst du auch rüber, beziehungsweise desto leichter fällt es dir auch, dich zu zeigen, dich zu präsentieren und zu sagen, hey, das bin ich. Vielleicht, hatte ich ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, stolperst du noch ein bisschen rum, aber es gibt dir eine völlig neue Lebensqualität, die du vorher so noch nie erlebt hast, gerade im Beruflichen. Und dann kommt ja noch hinzu, und das ist das Spannende, wo wir jetzt auch nochmal dahin kommen, dass du dir damit eben auch dein schönstes Leben erschaffen kannst, weil das gehört ja auch zu deinem Seelenplan, dass du dir dadurch natürlich auch, sofern du anfängst, deine Seelenaufgabe zu leben, dir ja auch überlegst, wie möchte ich sie denn überhaupt leben? Weißt du, was ich meine? Dein Alltag verändert sich und das finde ich mega spannend. Es ist nicht mehr dieses von 9 to 5 oder 16 Stunden am Tag, obwohl ich bin eigentlich immer irgendwie damit beschäftigt, aber das ist so freiwillig, das ist so, weißt du, ich separiere das nicht mehr so, das ist jetzt meine Aufgabe und das ist jetzt meine Partnerschaft und das ist jetzt mein das und das, sondern es geht für mich einher, das ist irgendwie so, es gehört alles zusammen, es spielt auch alles irgendwie miteinander und ist irgendwie miteinander verbunden und das eine hat auch wieder mit dem anderen zu tun, weißt du, nicht mehr zu separieren, sondern zu sagen, hey, das ist mein ganzes Leben und da gehören die Sachen dazu. Das ist ja sehr facettenreich und sehr bunt und das finde ich so spannend. Und da eben auch zu überlegen, wie will ich sie denn leben? Ne? Also nicht, sondern wirklich zu gucken, das dir anzupassen, das ist hundertprozentig für dich da ist. Manchmal wache ich auch morgens um 5 auf und dann fällt mir was ein und dann schreibe ich was auf und arbeite, weiß nicht, 2 Stunden und dann schlafe ich nochmal ein, lege mich nochmal hin oder höre mir eine Meditation an so und das eben deinen Tag zu gestalten, wie du das möchtest, das ist so mega spannend dabei, weil du ein neues Bewusstsein bekommst auch für die Welt, auch nicht immer dieses hart arbeiten und ich muss jetzt und ich muss jetzt und ich muss jetzt und dann komme ich abends nach Hause, oh, endlich Feierabend und jetzt setze ich mich vor den Fernseher, ist alles in Ordnung, ne? Also das meine ich überhaupt nicht. Jetzt setze ich mich vor den Fernseher, lass mich beballern, weil ich das sonst irgendwie nicht aushalte, am nächsten Morgen geht es weiter und das ist anders mit der Seelenaufgabe. Und das ist das Spannende dabei, dass du das nicht mehr als ein Muss empfindest, sondern das als Freiwilligkeit siehst und einfach so einen Bock drauf hast und einfach gar nicht genug davon kriegst. Das ist es, was ich meine. Und das ist das Spannende und einfach auch wirklich zu sagen und auch für dich dieses Bewusstsein zu erkennen, habe ich ja auch drüber gesprochen, wie startest du deinen Tag? Weil damit bestimmst du ja schon, wie dein Tag wird. Also gönn dir eine Meditation, stimm dich auf deinen Tag ein, stell dir die richtigen Fragen, was macht mich heute glücklich, was will ich heute erreichen, was will ich heute bewegen, was möchte ich bekommen, wie möchte ich mich heute fühlen und damit
veränderst du schon, beziehungsweise steigst du schon ganz anders in deinen Tag ein. Und dann wirklich zu gucken, bist du ein Mensch, der morgens besser arbeiten kann, der mittags besser arbeiten kann, nachmittags, abends oder auch in der Nacht. Wann kannst du am besten arbeiten? Wann, dass du deinen eigenen Rhythmus findest, dein eigenes Tempo. Und das Spannende ist ja, gerade bei mir, auch wo ich ja als Soul-Leaderin sozusagen da die Seelenaufgabe channel, wo wir dich ja als Soul-Leaderin erwecken, das ist das Spannende, dass du für dich einfach auch erkennst, du musst nicht irgendwo mitfahren, sondern du bist ganz eigenständig in dem, was du machst. Du hast ja eine ganz eigene Verantwortung, wie du mit dem Leben umgehst. Und das ist ja auch das Spannende bei meiner Arbeit, wo ich die Soul-Leaderin sozusagen erwecke, also dich erwecke, wenn du das schon in dir spürst, schreib das gerne mal in die Kommentare, dass du für dich ja wirklich auch in deiner Selbstständigkeit, in deiner Eigenverantwortung etwas ganz Eigenes kreierst. Dass du halt für dich entscheiden kannst, wann möchte ich wie arbeiten, wie stelle ich mir das vor, was biete ich an, wie gehe ich damit um, wie können mich meine Kunden erreichen oder wie kann ich mich für meine Kunden präsentieren. Und das ist das Spannende, dass du das für dich ganz eigen überlegen kannst. Das machen wir auch in meinen Sessions sozusagen, dass wir dann genau gucken, was ist hundertprozentig dein Ding, was ist deine Maßanfertigung in deiner beruflichen Erfüllung. Was ist dein Angebot? Was ist es, wo du gar nicht abwarten kannst, das erzählen zu können? Hey, guck mal, das mache ich und damit kann ich helfen und so viel Gutes tun und bewegen. Und das ist so mega spannend, wenn man das für sich entdeckt und auch merkt, dass man wirklich aus diesem Alltagsstress herausgehen kann von der alten Zeit, wo man muss, sondern wo du selbst in deine eigene Gestaltung gehen kannst. Weil du bist ja verantwortlich für dein Leben. Nur du lebst dein Leben, das macht niemand anderes. Und dass du da für dich einfach auch so erkennst, wow. Und jetzt gestalte ich es so, wie ich es am schönsten finde und damit eben auch dein schönstes Leben. Und du hast die Freiheit. Und das ist das Spannende eben an der neuen Zeit. Das können wir jetzt. Da gelten nicht mehr diese alten Strukturen, wie etwas zu sein haben muss. Nein, sondern das darf jeder für sich alleine entscheiden, weil wir auch selbst unsere eigene Realität erschaffen. Und das war für mich eben mega, mega spannend, als ich das für mich auch entdeckt habe und mir das erlaubt habe, auch immer mehr. Ich habe einen ganz eigenen Rhythmus. In meinem Tempo lebe ich meinen Tag. Und das kannst du auch. Und das finde ich so mega spannend, dass wir das jetzt können. Es hat auch, und da bin ich auch ganz ehrlich, es hat auch ein bisschen bei mir gedauert, bis ich mir das erlaubt habe, weil ich dachte so, kann ich das überhaupt, darf ich das überhaupt? Und ich weiß, ich kam ja noch aus diesem Modus raus, hart arbeiten und immer erfolgreich sein und immer streb sein und immer leisten und das einfach loszulassen und zu sagen, nee, ich muss hier gar nichts leisten, sondern ich muss einfach ich sein. Ich muss einfach ich sein und voller Freude und Überzeugung meine Seelenaufgabe leben und da kommst du dann in eine ganz andere Energie. Da musst du nicht irgendwas leisten, sondern du hast richtig Bock, was zu geben. Und das ist das Spannende, etwas zu teilen, etwas zu tun, um diese Welt wirklich zu einer glücklicheren Welt zu machen, um deinen Beitrag zu leisten, um auch anderen zu zeigen, habe ich auch neulich drüber gesprochen, was bist du denn für ein Vorbild, wenn du das machst. Und jetzt stell dir mal vor, vielleicht machst du es ja auch schon, aber vielleicht noch nicht und denkst, oh, cool, ich darf das jetzt bald machen oder das kommt jetzt auf mich zu oder das ist meine Zukunft und da gehe ich jetzt rein und die will ich jetzt finden, meine Seelenaufgabe. Stell dir mal vor, dass du wirklich morgens aufwachst und nicht denkst, oh, jetzt muss ich wieder zur Arbeit, sondern wow, wie cool, was kann ich jetzt hier wieder Tolles machen und dir dann überlegst, so, das ist mein Tag heute, den gestalte ich so und dann habe ich die Kunden oder wie auch immer oder das mache ich jetzt für meine Kunden oder ich mache ein Video oder ich mache einen Post oder was auch immer, dass du wirklich so, ach, das ist mein Tag, wofür bin ich dankbar heute, dass du schon mit Dankbarkeit reingehst und letztendlich dir wirklich deinen Tag so gestaltest, wie du das möchtest in deinem Tempo. Und das darfst du jetzt mittlerweile. Und das finde ich so spannend. Es schreibt dir keiner mehr vor, wie du etwas machen musst, wenn du deine Seelenaufgabe lebst. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, was darf ich lernen? Wo drin darf ich wachsen und reifen? Mach auch gerne ein Journal.
Es geht darum, dass du nicht stehen bleibst, sondern dass du dich immer mehr öffnest, auch für das Wunder, was du bist, dass du immer mehr ins Vertrauen gehst, auch mit eins zu sein mit dir und deiner Seele und dich dadurch wirklich, die trägt dich dadurch. Das ist der Hammer, sofern du ins Vertrauen gehst. Und es ist ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, es ist eine Gabe, eine Gabe. Du gibst etwas, es ist ein Geschenk. Und du erlebst dich, je mehr du deine Seelenaufgabe lebst, erlebst du dich auch immer mehr als Geschenk für diese Welt. Ist das nicht mega cool? Stell dir mal vor, vom hart arbeiten zum Geschenk für diese Welt. Ich finde es einfach mega. Und ja, ich freue mich ganz, ganz doll, wenn du für dich deine Seelenaufgabe findest. Vielleicht hast du sie schon gefunden, dann ein High Five, aber vielleicht hast du sie auch noch nicht gefunden und bist gerade auf der Suche und gerade angefixt, sagst, yay, das will ich, dann auch ein High Five auf dich und auf deine Seele und auf deine Gabe, weil auch du hast eine ganz, ganz wundervolle Seelenaufgabe. Und wenn ich dir dabei helfen soll und easy, schau gerne auf meiner Webpage vorbei, annettebaumeister.com. Dort findest du alles zu diesem Thema. Und jetzt sende ich dir alles, alles Liebe. Love and smile, so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy. Liebe deine Einzigartigkeit. Denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Wir brauchen dich. Tschüss.